Hallo und herzlich willkommen bei Schanze TV. Wir sind heute mal wieder unterwegs für unser Format Neu in Ingolstadt. Und was es mit Kunststoff auf sich hat, das zeigen wir euch jetzt. Sebastian, was ist die Marke Kunststoff und was ist das Besondere daran? Also Kunststoff ist eine Online-Only-Marke. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Das ist was anderes als ein Online-Shop, der eigentlich nur Dinge verkauft, die es ja irgendwo schon gibt und meistens auch im normalen Handel schon zu kaufen gibt. Kunststoff ist eine neue Marke, die es eigentlich nur im Internet gibt. Und der Sinn und Zweck dahinter ist eigentlich verhältnismäßig einfach, nämlich gute Kleidung, gute Kinderkleidung in unserem Fall, für möglichst viele Menschen tatsächlich verfügbar und bezahlbar zu machen. Und der Clou an der ganzen Geschichte ist eigentlich das Geschäftsmodell. Bedeutet, wir versuchen, kompromisslos gute Kleidung herzustellen. Und anstatt sie über den Handel zu verkaufen, der dann ja nochmal verschiedene Aufschläge immer obendrauf setzt, verkaufen wir über das Internet direkt an den Endkonsumenten und damit ungefähr zur Hälfte des Preises, wie die Produkte normalerweise im klassischen Einzelhandel verfügbar wären. Das Besondere daran ist wirklich, dass es der allererste Showroom ist, den wir hier eröffnen als Marke generell. Wir präsentieren uns hier mit dem Showroom jetzt zum ersten Mal wirklich am Kunden und wirklich in der echten Welt, in der realen Welt, in der Offline-Welt. Und umso wichtiger für uns einfach und spannend halt wirklich vom Kunden das echte Marktfeedback zu kriegen, was man auch oft online eben über viele Wege einholen muss, wo man hier direkt eben 1:1 am Kunden steht und drum dieser Showroom hier jetzt in Ingolstadt. Also wie es der Name Showroom schon sagt, es ist kein klassischer Laden, also das Zeigen und das Erleben, die Marke erlebbar machen, steht im Vordergrund. Wir werden aber natürlich keinen davon aufhalten, hier zu kaufen. Das ist sehr gern gesehen natürlich, aber im Fokus steht wirklich Produkterlebnis, die Marke kennenlernen und auch mal wirklich die Stoffe fühlen, weil wirklich unsere Qualität auch über dieses Haptische deutlich besser zum Vorzeigen einfach ist. Kannst du uns noch ein paar Sachen über das Design erzählen? Gibt es da ein paar Besonderheiten? Na gut, wir wollten am Anfang ganz bewusst sehr bunt daherkommen. Hat den Zweck, bunt fällt auf, die Medien und die Presse, bunt ist immer schön. Und bisher gab es so den weit verbreiteten Irrglauben im Markt, dass gute Kleidung, also ökologisch und sozial korrekt hergestellte Kleidung, eigentlich immer nur daherkommen sollte wie so ein langweiliger Jutesack. Und da haben wir gesagt, für den Anfang unserer noch jungen Marke setzen wir ganz bewusst den Akzent und kommen sehr bunt daher. Und da oben drauf kommt noch die Idee, dass Kinder ja wachsen, aber ihre Kleidung nicht. Und dementsprechend nehmen wir auch jedes einzelne Kleidungsstück, das wir irgendwie in die Welt hinaussenden, am Ende seines Lebens auch wieder kostenlos zurück. Und dem Konsumenten bedanken wir uns dann gegenüber mit der Möglichkeit eines rabattierten Wiederkaufs bis zu 20%. Und auf diese Art und Weise haben wir eigentlich so eine Art Kreislaufsystem entwickelt, bei dem zwar nicht das Kleidungsstück an sich mitwächst, wir aber als Unternehmen das Kind in seinem Wachstum begleiten und das eben mit kompromisslos guten Kleidungsstücken zu möglichst attraktiven Preisen, die für jedermann bezahlbar sind.